Hallo liebe Papierkreative, willkommen auf meinem Kanal Stempelstanze Papier. Mein Name ist Ulrike Schott und ich bin unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin. Heute wieder mit meiner Lieblingsdisziplin, dem Designerpapierstempeln. Ich habe mir heute als Farben ausgewählt Marineblau, Pazifikblau, Aquamarin, Aventurin, Bermudablau, Schiefergrau und Anthrazitgrau. Und als Stempelsets zwei aus dem scheidenden Mini-Katalog, der noch bis Ende Juni geht. Ich bin mir sicher, viele haben sich diese wunderbaren Sets auch schon gesichert. Floating and Fluttering und eines meiner Lieblingssets, nämlich das Blütenzart. Also das liebe ich ganz besonders. Und mit denen möchte ich heute ein Designerpapier stempeln. Ich beginne mit der Farbe Aquamarin. Und nehme mir als allererstes diesen Stempel mit den, ja, mit diesem Tortenstück, sage ich mal. Ich stempel das jetzt im Hintergrund. Ich habe mir gerade meine Farbe frisch aufgefüllt und die ist sehr, sehr kräftig. Von daher stempel ich mir die einmal ab und setze mir das Ganze jetzt hier in den Hintergrund. Und wenn man das so zusammensetzt, gibt das einen wunderbaren Kreis. Natürlich nutze ich wieder meine Stempel- und Perforiermatten, weil ich Klarsichtstempel habe. Und das gibt einfach das schönere Stempelergebnis. Zum Saubermachen benutze ich wie immer entweder den Reinigungsprofi, den findet ihr im Jahreshauptkatalog, oder eben diese Schrubbkiste. Als nächstes nehme ich mir diese Blüten, die stammen auch aus Blütenzart, und nehme mir die Farbe in Pazifikblau. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly. Da werde ich mir jetzt auch noch mal so Blüten nach oben stempeln. Als nächstes nehme ich mir aus dem Set diese beiden kleinen Blätter. Und die setze ich mir jetzt gemeinsam auf einen Stempelblock. Und nehme mir die Farbe Marineblau und setze mir jetzt diese Stempel entsprechend auf. Ich sehe gerade, dass ich da sogar einen Hintergrundstempel vergessen habe. Den werde ich mir gleich noch nachstempeln.
Als nächstes nehme ich mir aus dem Set Floating and Fluttering diese Blätter. Und die stempel ich mir jetzt in Aventurin. Und zwar gehe ich da jetzt immer, da wo ich schon ein Blatt habe, sozusagen, gehe ich hier drüber. Und vielleicht auch ein zweites Mal. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the top where the skies are so clear. Hier oben setze ich sie mir noch mal so drauf. Als nächstes nehme ich mir aus dem Set, da gibt es so ganz kleine Blätter noch bei dem Floating and Fluttering. Die nehme ich mir jetzt mal beide schon raus. Und zwar beginne ich da mit den Outlines. Und die setze ich mir in Bermuda auf. Ich versuche schon immer relativ symmetrisch zu bleiben. Das heißt also, dass ich mir schon an ähnliche Stellen die gleichen Blätter setze. Und ist ganz lustig, man achtet immer drauf und da habe ich tatsächlich wieder grüne Blätter vergessen. Für den Füllstempel nehme ich dann den zweiten Abdruck. Ich bleibe bei Bermuda Blau und nehme mir jetzt hier aus dem Blütensaat dieses kleine etwas. Ich finde, das sieht immer aus wie so ein kleines Feuerwerk. Das ist so herrlich duftig, finde ich. Mal aus dem Floating and Fluttering. Das ist eigentlich zum Auffüllen von diesem Zweig, aber das kann man auch als putzige kleine Blättchen nehmen und die werde ich mir auch noch reinsetzen in Aventurin.
Aus dem Set Blütensaat, da gibt es so ein Rondell, so eine Rundung. Die ist auch sehr, sehr filigran. Und die werde ich mir jetzt reinsetzen mit, ich überlege gerade, ob ich Schiefergrau oder Anthrazitgrau nehme. Ich gucke gerade mal. Ja, ich hatte beide hergelegt, weil ich gedacht habe, mal schauen, was besser ist. Aber ich denke, ich werde mich für das zartere Schiefergrau eben entscheiden. Und die setze ich mir jetzt auch einfach nochmal mitten rein. Zum Schluss nehme ich aus dem Set Floating and Fluttering diese kleinen Punkte und da nehme ich mir nochmal Pacific Blau. Und weil mir jetzt die Blüten noch gar zu hell sind, ich finde das ein bisschen blass, nehme ich mir einen von unseren Blending-Pinseln. Die gibt es ja auch von Stampin' Up. Ich hatte die vorher schon in allen Größen und Varianten und da ich für Nachhaltigkeit bin, werde ich die natürlich auch weiterhin benutzen. Ihr könnt aber genauso gut diese wunderbaren Pinsel von Stampin' Up benutzen. Wichtig ist, wenn ihr die verwendet, einmal kurz abtupfen, damit es nicht zu batzig wird an einer Stelle. Und ich gehe jetzt einfach hier mit Pazifikblau über diese pazifikblauen Blüten. Ich möchte jetzt heute aus diesem Designerpapier etwas weitermachen, nämlich eine Verpackung. Vielleicht gibt es auch noch eine Karte, muss ich mal schauen. Und zwar eine Tüte mit Deckel, habe ich mir überlegt. Und dann brauche ich mein Schneide- und Falzbrett. Dazu lege ich jetzt hier bei der 1 cm Marke an. Und falze mir jetzt bei einem Zentimeter, das wird die Klebelasche, dann drehe ich es mir um und falze bei 6 cm. Dann falze ich bei 13 cm. Dann falze ich bei 18 cm. Dann falze ich beziehungsweise ich falze nicht mehr, sondern ich schneide mir ab bei 25 cm. Dann bleibt mir so ein schöner schmaler Streifen übrig, da überlege ich mir, ob ich mir noch eine Karte draus mache. So, dann werde ich den Boden noch falzen. Die Seitenteile sind ja je 5 cm, also brauche ich auch einen Boden, der 5 cm hat. Und ich werde mir, weil die Tüte dann sehr hoch ist, oben ein Stückchen einkürzen. Und zwar nehme ich mir da jetzt mal, 1,5 cm weg. So. Ich werde mir jetzt erstmal meine Tüte einschneiden. Fange ich mit der 1 cm, also hier ist die 1 cm Klebelasche. Und hier unten ist dieses Stück der Boden mit 5 cm. Vielleicht mache ich es mal hinten, da sieht man es besser. Also ich schneide mir an der Klebelasche jetzt erstmal diesen Zentimeter am Boden weg. Und schräge mir die Klebelasche dann eben gleich an. Dann schneide ich hier die Bodenlaschen ein, das heißt von außen die 5 cm bis zur ersten Querfalz.
Und dann bei den schmalen Laschen nehme ich mir noch ein kleines Dreieck weg. Das sind, damit es nicht ganz so sperrig wird am Boden, schräge ich die mir an. Anschließend nehme ich mein Falzbein und falze alle Falzen nach. Ich lege mir das jetzt mal so aufeinander und überlege mir, okay, da wo die Klebelasche sein wird, das wird hinten, das heißt, das hier ist bei mir jetzt vorne. Ich brauche jetzt für den Deckel hier zwei Löcher. Dazu habe ich mir schon etwas vorbereitet. Und zwar habe ich hier den größten Rahmen von den Stickmusterrahmen genommen. Nein, die heißen nicht Stickmuster, die heißen so hübsch bestickt. Das größte Rechteck und habe mir das in Farbkarton Aquamarin ausgestanzt. Und das werde ich mir, das passt jetzt sozusagen als Deckel genau hier drauf. Dieses Teil, da habe ich schon zwei Löcher reingemacht. Und zwar mit Hilfe einer Stanz, mit Hilfe eines Stanzwerkzeugs. Ich habe die Crocodile. Und von der gestitchten Linie nach oben sind es immer 1 Zentimeter und ja, von außen glaube ich 1,2 oder 1,3 Zentimeter. Das könnt ihr ja machen, wie es euch gefällt. Und jetzt werde ich mir das noch falzen. Nämlich, ich lege mir das jetzt hier an bei 5 cm. Also das Ende dieser Noppen ist bei 5 cm und werde mir jetzt hier eine, schön anlegen, eine Falzlinie ziehen. Dann drehe ich mir das um und mache das auch nochmal bei 5 cm. Und dann haben wir hier so einen kleinen Steg in der Mitte. Das finde ich immer ganz praktisch zum Verschließen. Und das werde ich mir jetzt gleich nachfalzen. Jetzt nehme ich mir hier meinen Karton, hier ist die Klebelasche, nach hinten wird die sein, da unten ist der Boden. Jetzt lege ich mir das Ganze mal so auf, also das ist meine Vorderseite. Guck, dass das schön mittig ist auf dieser Vorderseite. Leg mir das also hier schön auf die Kante drauf mit der vorderen Falz. Gucke links und rechts, dass das richtig schön drauf liegt, also hier schauen und da schauen, dass das passt. Und mache jetzt mit einem Stift mir hier zwei Punkte rein. Einmal, zweimal. Dann weiß ich nämlich jetzt, wo ich meine Löcher reinmachen muss. Also entweder habt ihr jetzt ein Stanzwerkzeug, mit dem ihr so weit reinkommt. Muss ich mal gucken, ich glaube, das wird so knapp. Die Crocodile schafft es nicht. Und weil ich eben nicht mit der Crocodile so tief reinkomme, habe ich mir jetzt irgendein Standset gesucht, in dem Fall so stilvoll, und habe mir hier jetzt diese Knöpfe genommen und die werde ich mir jetzt gleich hier drüber positionieren und werde die einmal mit Hilfe meiner Stanz- und Prägemaschine ausstanzen. Das mache ich jetzt gleich. Und bin gleich wieder bei euch da. Zum Ausstanzen hatte ich mir die kleinen Knöpfe festgeklebt, damit sie mir nicht verrutschen. Mit dem Post-it funktioniert das sehr gut. Und ich hatte mir auch hier unten die Laschen eingeschlagen, damit ich das eben so durchbringe. Jetzt nehme ich mein Abreißklebeband und gebe mir auf meine 1 cm Klebelasche von außen Klebeband auf. Und jetzt lege ich mir das einfach so zusammen. Wenn man gut gefalzt hat, treffen eigentlich die Falzlinien dann auch aufeinander. Und schon habe ich meinen Karton fertig. Und jetzt muss ich nur noch den Boden zusammenkleben. Also erst kommen die beiden kleinen Laschen rein. Diese Lasche vorne werde ich als allerletztes kleben. Das ist auch die, wo die beiden Löcher sind.
Und dann lege ich mir das zusammen, sodass die Seiten ganz exakt übereinander kommen. So. Und dann möchte ich noch meinen Deckel drauf machen. Der soll jetzt so drauf. Und hier sind ja dann meine Löcher. Und da möchte ich mir zum Verschluss dann ein Band durchziehen. Das heißt, ich klebe mir jetzt hier hinten die hintere Seite fest. Also hier haben wir noch diesen kleinen Rand und hier haben wir noch den kleinen Rand. Als Verschluss möchte ich eben Band haben, und zwar dieses super schöne Aquamarinband. Da schneide ich mir jetzt erstmal hier ein entsprechendes Stück ab. Ich brauche immer ein bisschen mehr Band, weil mit Schleifen habe ich es nicht so. Stecke mir das jetzt von innen durch die Löcher. Darum ist es ganz praktisch, dass die Löcher ein bisschen größer sind. Und dann zum Verschluss fädel ich mir das noch durch den Deckel. Dann ziehe ich mir das fest und kann mir jetzt den Deckel mit einer Schleife verschließen. So, und dann schon ist eine wunderbare, schöne kleine Tüte fertig. Jetzt fehlt mir aber noch ein Gruß darauf. Da habe ich mir schon was vorbereitet, nämlich mit den Stanzformen, das sind diese Ovale hier, habe ich mir in Weiß ausgestanzt und mit Dunkelblau draufgestempelt, kleines Mitbringsel. Dieses stammt aus Ovale Grüße. Das hat uns auch schon verlassen jetzt, aber vielleicht haben sich einige noch gesichert. Außerdem haben wir ja ganz, ganz viele Sprüche, die auch da drauf passen. Ich habe mir verschiedene Farben ausgestanzt, um mal zu schauen, was am schönsten aussieht. Das ist Bermuda-Blau, Pazifikblau und Marineblau. Und ich möchte mir jetzt hier noch einen schönen Gruß draufsetzen. Ich entscheide mich für Marineblau und ich habe noch was gemacht. Und zwar habe ich mir aus dem Floating and Fluttering diese wunderbaren Schmetterlinge ausgestanzt. Die habe ich gestempelt in Osterglocke und Mango. Und auch diese hier, das ist Aventurin. Ich hätte auch noch dieses Blattwerk. Das habe ich in Bermuda Blau gemacht. Zum Aufsetzen brauche ich Dimensionals. Da nehme ich mir in der Mitte mal ein großes. Dieses Reststück werde ich mir jetzt auf eine Grundkarte aufkleben, und zwar ist die in Aquamarin, geschnitten bei 21 x 21 cm und gefalzt bei 10,5 cm. Und hier überlege ich mir eben jetzt, ob ich möchte ich das aufsetzen. Und da das im Hintergrund ja noch sehr, sehr wenig ist, habe ich mir überlegt, dass ich hier nochmal diesen wunderbaren runden Stempel mit reinbringe und mir den Hintergrund gestalte. Das werde ich jetzt mal machen. Brauche ich wieder meine Stempel- und Perforiermatte und werde mir jetzt hier nochmal die Stempel nehmen, diesen, und stempel mir hier Ton in Ton mit Aquamarin.
Und ich möchte mir noch was in den Hintergrund setzen, und zwar dieses Papier. Dieses Papier stammt aus dem Jahreskatalog, und zwar heißt es Designerpapier von Hand gemalt. Und da werde ich mir jetzt hier noch einen Streifen entsprechend drunter setzen. 7,5 cm. Und kürze mir das auf 21 cm, also die Länge der Karte. Und zwar wollte ich auch so einen Längsspruch haben. Ich habe mir jetzt hier eine Mattung gemacht und diesen Spruch. Und dieser Spruch stammt aus Celebrate with Flowers. Und da ist dieser tolle, ja, von oben nach unten Spruch. Und jetzt habe ich mir den wieder in verschiedenen Farben. Ich glaube, ich werde mich da an unserer Verpackung orientieren und werde mir das in dunkelblau aufsetzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Den Spruch setze ich mir wieder mit Dimensionals auf. Jetzt setze ich mir hier noch ein paar Schmetterlinge auf. Die habe ich mir übrigens in den Grundlinien mit Anthrazitgrau gestempelt. Und dann setze ich mir noch mein paar Strasssteine auf, dieser Basic Strassschmuck, einfach um noch ein bisschen Glitzer reinzubringen. Und dann kann ich mir hier auf dieses Projekt auch noch einen kleinen Glitzerstein aufsetzen. Ich glaube, den setze ich mir vielleicht sogar auf den Schmetterling. Und damit ist mein heutiges Projekt fertig. Ein selbstgestempeltes Designerpapier in aquatischen Tönen, verarbeitet in einer wunderschönen kleinen Tüte, wo ich eben diverse Dinge unterbringen kann, und einer super schönen Karte, die ich dann aus dem Reststück noch gestaltet habe. Vielleicht habt ihr Lust, das Ganze nachzubasteln, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr genauso viel Spaß habt an dem Projekt und vor allem auch am Designerpapierstempeln. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal Stempel, Tanze, Papier. Tschüss!